So, mein Papa sagt, er hat was gefunden. Ne? Oh, leck mir mal. Gratuliere zur Fibel. So Leute, grüßt euch beieinander. Schönes Wetter haben wir heute, 20 Grad haben wir heute, ein eiskalter Wind geht, aber wir haben heute wieder mal draußen und bin heute wieder nicht allein unterwegs. Bin mit dem Wolfi unterwegs, mit dem Harry und mit meinem Papa. So, ich bin natürlich heute wieder der Verräter und laufe mit dem XP Works gegen 3x Fischer. Ja, was will ich noch sagen? Wir haben eine ziemlich geile Wiesenfläche hinten und der haben wir noch einen Acker haben noch dann. Und das letzte, was ich noch loswerden möchte, es findet am 17. bis zum 19. April diesen Jahres ein Schatzsuchertreffen in Ehring statt. Werde ich jetzt im Anschluss noch ein paar Fotos einblenden. Da ist das ganze Programm und der Veranstaltungstermin nochmal drauf und die genaue Wegbeschreibung, also die Adresse und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, starten wir los, sehen wir uns beim ersten Fund. So, da wir sind alle fleißig. Einer gerade da, einer sucht da und der Harry sucht da. Und ich habe jetzt da ein Signal. War stabil, 84. 85 sogar. Da sind wir miteinander jetzt raus. Es schäbert brutal ein. Und das Gute ist, auf der Wiese ist nicht aufgeschüttet worden. Schaufel geht wieder rein wie Futter. Und das siehst du beim Gramm wahrscheinlich jetzt gleich. Weil wir da jetzt ziemlich nah am Wald sind, denke ich mal, dass das ein ziemlich sandiger, ackerfarbener Erdenboden ist. Vom Wald noch. Schauen wir mal. So. Raus damit, ja, genau, habe ich recht gehabt. Ist genauso ein Boden, auch noch ein bisschen Lehm dabei. Und wir haben es gleich erwischt.
Es ist noch drin. Auch wieder habe ich schon gesehen, glaube ich. Ja, ein Riesenfetzen flaches Aluminium. Schrott und weiter geht's. So, erst habe ich mich gewundert, das Signal ist nicht in der Grasnarbe drin und es ist auch nicht im Loch drin. Also kann es nur sein, dass ich das am Spaten dort gehabt habe. Und so wie ich einen Spaten reingesteckt habe, ist der Erddrucker noch dort gesteckt und die Münzen ist da rausgefallen. Schaut euch den Bazi da mal an. So, was haben wir da? Schimmert am Rand ein bisschen golden durch, deswegen denke ich mal, dass das ein ziemlich anrätiger Teil der Reichs- oder Rentenpfennig ist. Mit einer Zahl 5 oder 10 drauf. Die kann man ziemlich schlecht erkennen. Ich reibe jetzt da gar nicht umeinander. Ich hoffe, ich kriege den noch sauber gereinigt in der Fundzusammenfassung hier. Gut, und weiter geht's. Erster schöner Fund für heute. So, da haben wir wieder einen schönen 64er Wert. Kram auch wieder live aus, hat auch wieder sehr einer geschäbert. Bin ich gespannt. Also die Münzen vorher, die war sehr vielversprechend jetzt schon. Haben wir schon mal auf einem guten Weg da. Es sollten auch da in der Umgebung ein paar Keltenschanzen und Römerwege gegangen sein. Deswegen denke ich mal, dass es ein sehr unberührtes Fleckchen Erde ist. Ja, merkst du nicht raus. Grasnarben. Jetzt schauen wir noch einmal drüber. Das ist da herin gleich. Aber wo? Jetzt müssen wir noch ein bisschen zlegen. Schauen wir mal. Ein bisschen weiter drinnen sein. Geh weiter, jetzt darf ich da schon langsam mal was anschlagen da, anstatt das Messer. Na, ja, sag einmal. Das ist wieder eine sauberhandige Sache da. Ah, da in der Seite drinnen, da haben wir es schon gehabt. Da geht ein sauber streng da. Na, vorne haben wir es. Ist nix. Ah, schaut fast noch Aluminium aus. Ja, ich glaube, das ist das. Ja, ein Aluminiumfusel mehr dafür heute, würde ich sagen. Und weiter geht's. So, Leidels, also, wenn ihr mal einen Detektor braucht oder falls ihr euch einen Detektor zulegen möchtet, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung reinschauen unter dem Video. Da habe ich euch sämtliche Detektoren, meine Ausrüstung und den metallsonde.com Shop verlinkt. Da könnt ihr euch mal spulen drinnen und könnt ihr euch mal anschauen, was da alles so für Detektoren sind. Es sind auch noch andere Shops drinnen, die wo mit einer Metallsonde kombiniert sind. Und es ist wirklich alles dabei. Also es ist für jeden was dabei. Da ist Gerät, XP Orks, Fischer, ist alles dabei. Auch von Quest. Ja. Und was ich auch noch festgestellt habe, ich habe in letzter Zeit sehr viele E-Mails gekriegt mit Fragen von euch. Wenn ihr Fragen habt an mich, egal was es ist, sei es um rechtliche Sachen oder was zum Sondeln ist oder was, einfach in der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht, ich beantworte auch jede Nachricht. Es braucht keiner Dinge, dass ich das nicht beantworte oder dass mich irgendwie belästigt oder so, das habe ich auch schon gekriegt, so schön, wenn ich schreibe, aber ich kann euch beruhigen. Das ist gar kein Ding für mich, ich mache das immer gern für meine Zuschauer. Alles klar, weiter geht's. Das macht doch richtig Freude, wenn man mit der Schaufel einmal so einerwischt und dann liegt was Rundes drinnen. Oh, das schaut mal aus, wie es sich Regen bringt, Segen. Jawohl, na, da habe ich ein bisschen erwischt mit Spaten, aber das lässt sich ab und zu nicht vermeiden. Jawohl, zweite Münzen für heute. Von wann ist die? 1922 wahrscheinlich oder 1920. Jawohl, einmal sich Regen bringt Segen, 50 Reichspfennig aus der Weimarer Republik. Und weiter geht's. Ja, bei dem sich Regen bringt Segen, das war eigentlich vorher ein ziemlicher scheiß Signal, muss ich sagen, aber da haben wir auch wieder ein sehr schönes Signal. 86.
nicht kratzend. Und da bin ich gespannt, weil das könnte jetzt auch wieder so ein Aluminiumfussel sein, weil der nämlich vorher auch so einer geschäbert hat. Aber kratzt hat es nicht, das wundert mich halt da nicht so. Deswegen kriegen wir das live. Der Bulli hat jetzt auch noch ein Signal. Der Harry hat auch schon Reichspfennig gefunden. Ich glaube, russische Münzen hat er noch und noch eine andere. Also da geht schon einiges da auf die Wiesen. Ah. Schauen wir mal. Da drinnen ist gleich an der Grasnarben. Naja, der Flaschendeckel haben wir heute auch noch nicht gefunden. Gut, Schrott und weiter geht's. So, das nächste, was wir finden, da steckt noch ein Brocken, es ist da drinnen. Schaut eher nach Blei aus. Oh ja, das ist ja, richtiger Schädelspalte von einem Bleigeschoss. Also es hat ordentlich getroffen. Seht ihr, es hat mitten aufbratzelt. Hinten Kronos hat er halten mit dem Schaft da, aber das hat wirklich Vollgas getroffen. Das war einmal ein Zündnadelgeschoss, würde ich mal sagen. Das war Vollgas getroffen hat. Jawohl, und weiter geht's. So, jetzt haben wir da einen Meter weiter gelaufen. Dann haben wir jetzt wieder ein Signal. War hübsch hoch und ist ziemlich schäbend auch wieder reingekommen. So, schauen wir, ob wir die Münzserie für heute erweitern können. Ja, bei mir ist entweder so, ich finde am Tag einen Haufen Münzen oder ich finde nur anders Zeug außer Münzen. Das habe ich in der letzten Zeit schon festgestellt. So, schauen wir mal, was der Ork sagt. Ist noch drinnen, definitiv. Da an der Seite ist drin. Und da haben wir mal eine da. Schauen wir mal, was da rauskommt. Oh, der Boden ist ja so hart durch den ganzen Lehm, was da drin ist. Ja, ja, da haben wir es. Das drunter, was ist das? Da schaut man nach einer Patrone aus. Oder zumindest ein Teil davor von einer Patron. Wir haben da in der Gegend da ziemlich viel Ärger stehend. Ja, wird irgend sowas gewesen sein, ansonsten ist das ein Messing oder ein Kupferreal. Nichts erwähnenswertes, Schrott und weiter geht's. So, der Wolfi, sein erster Fund in seinem Leben. Da drückt man einmal einen Metalldetektor in der Hand, dann findet er schon was schon her. Also, einmal auseinandergebrochen. Ein sauberes Signal und eine richtig schöne Schnallen. Die ist mindestens ein bisschen Trägarbeit da. Also ich glaube mal schon, dass die mindestens 400 Jahre auf dem Buckel hat. Die Schnallen. Die hat dann ein paar so Einritzungen. Die sind noch komplett. Das findet man nicht oft, dass die komplett ist. Jawohl, geiler Fund. Gratuliere. Ja, ihr werdet es nicht glauben, was ich da aus dem Loch raus habe. Mein allererster 2 Cent. Was ich da raushole vom hiesigen Geld. Da sieht man mal, wie scheiße das Material beieinander ist. Auf gut Deutsch gesagt. Na gut, nächster Münzfund und weiter geht's. So, was? Was hast du denn? Ein Ring. Muss ich schon sehen. Ein Ring. Ich hab schon einen Fingerring, du Gläufe da. Auch trotzdem schön. Die Schnellen vom Wolfi musst du mal anschauen, die er gefunden hat. Das ist der Hammer. 400 Jahre alt ungefähr, wenn nicht sogar älter. Das ist auch mal, das ist auch handgemacht worden, das Ding ist auch älter. Wahrscheinlich Pferdelgeschirr oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ja, sauber. Gut, was ich jetzt vorher sagen wollte, da haben wir eine Schaufel steckt. Da haben wir ein Signal, 61er. Und daneben da in dem Bereich ist noch ein Signal. Das war auf 71, ist aber eher sprunghaft gewesen. So, das kriegen wir miteinander aus. Schauen wir mal, was da drin ist.
So. Was er wieder nicht erwischt, müssen wir fast noch mit dem Detektor ohne. Schauen wir mal. Ah, es ist noch drinnen anscheinend. Sagen wir mal, das ist in dem Drucker drin, aber hat keinen Mucks gemacht. Jetzt schauen wir mal. Da darf jetzt ungefähr drinnen sein. No. Das gibt es ja nicht. Ah, da an der Seite. Mit der Pinne war vorher ganz schön verarscht. Wenn ich stehe da. Oh, sag mal! So zart da. Da herinnen. Ah, jawohl, da haben wir es. Da herinnen ist drin. Ah, da sehe ich schon was. Ah, das ist so ein Metallstift. Ich glaube, ich habe mal Schrott, die Kategorie. Gut, nehmen wir mit. So, jetzt schauen wir bei dem anderen Loch nochmal, was da so drin ist. Wenn man da ein bisschen zumachen, da, dass sich da auch gar nichts fällt. So, da ist zu. Jetzt schauen wir da nochmal. So ein leichtes Eisenkratzen dabei. Das gefällt mir eher nicht so, das Signal. Wahrscheinlich wird das der andere Teil von dem Real, das ich gerade gefunden habe. Schauen wir mal. Gehen wir gleich nochmal drüber. Ja, das ist definitiv noch drin. Okay. Gleich. Hast du was? Halber zuweisen. Hä? Halber zuweisen hast. Oder nein, das ist Ochsenschuhe. So ein Ochsenschuhe hat dort gehabt an die Füße. Ah. Sag mal, ja, der Pin ist an. Ah, da an der Seite ist er. Ne? Das muss ich noch schnell machen, sonst haut es mal die Videosequenz aus. Das ist definitiv da drin. Ne? Jetzt wieder so ein kleiner Fussel zu zeigen. Oh, schade. Ja, da kann man sich täuschen. Bei dem hätte ich jetzt wirklich eher gesagt, dass das Müll ist, anstatt das Real vorher. Oh, mei. Kann man nichts machen. Gut, und weiter geht's. So, das nächste Signal ist da jetzt im Brocken drin, da sagt der Orx. Und da schauen wir wieder miteinander. Da hat er angeschlagen gehabt. Da drin, ne? Schauen wir mal. Da drin. Sind wir noch drin? Schauen wir mal. Grobmesser. Na, sagen wir mal, dass es halt wieder gar so zart geht. Da hinten ist drin. Oh, sagen wir mal. Oh, da haben wir was. Jawohl, es ist was rundes. Jawohl. Und das schaut mal gar noch am Reichspfennig aus der, wieder aus der Weimarer Republik aus, könnte ein Rentenpfennig sein. Ah, jetzt ein bisschen schäbst beieinander. Auf jeden Fall ein Reichspfennig oder Rentenpfennig ist das. Von wann kann ich jetzt nicht lesen, wegen dem Drehkleider.
Das seht ihr aber in der Fundzusammenfassung. Jawohl. Nächste Münzen für heute und weiter geht's. So, mein Papa sagt, er hat was gefunden. Ne? Schauen wir mal. So, Harry ist auch neugierig. Sag her. Machen wir den mal auf Zeiten, sonst fängt der das Meckern an. Oh, leck mein Arsch. Gratuliere zur Fibel. Ja, Hammer, hey. Das ist eine römische Kniefibel. Ganz aus. Wahrscheinlich. Könnte eine andere sein. Schau her, was auf deine Genehmigungen da liegt. Das bedeutet, das ist ein Wahnsinn. Machen Sie mal vorsichtig auseinander, das Ganze. Schaut euch mal die an. Die sind noch richtig top beieinander. Dann nimmst du mal, bresel mal das da auseinander. Sieht so einen Abdruck. Das ist nicht da haben der Blät im Hintergrund Aluminium. Ja, Hammer. Das ist ein absolut Topfund. Warte mal, nicht rein. Mit den Spritzflaschen da. Wo ist es da? Affengeiler Fund. Ja, die müssen wir vorsichtig in den Rosshaarbürsten abbürsteln. Schaut euch die einmal an. Die ist noch vollständig, außer die Nadel, die fehlt natürlich noch. Ja. Ansonsten ist das Teil vollständig und dann gratuliert er erst einmal ganz herzlich. Hammermäßig. Müssen wir noch gescheit sauber machen. Jawohl. Weiter geht's, würde ich sagen. Elfengeiler Fund. Super. Das weiß ich noch nicht. War auf jeden Fall ein Gläufe, der das verloren hat. So, schaut es euch nochmal an. Wenn wir es jetzt nicht erwarten können, haben wir es nochmal vor Ort gereinigt mit einem Spritz Wasser. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das Teil einmal an. Das ist hundertprozentig beieinander. Außer die Feder und so weiter unten fehlen dort, da wo der Schlitz drin ist. Ein Hammerfund. Jetzt hat, glaube ich, von uns jeder wieder Bock auf die Wiesen. Gut, weiter geht's. So, haben wir wieder schön ausgestochen und ein schönes Signal war da drinnen. Und ihr seht es auch schon, da ist was rundes drin. Ich habe es drinnen lassen, dass ihr es auch mit anschauen könnt, was da drin ist. Jetzt tun wir das mal miteinander raus. Da. Kann das sein? Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Oder auf jeden Fall ein Fernverkehr steht da drauf. Auf jeden Fall eine Lackierung dort und eine Nadel ist hinten dort. Das darf da mal ein Abzeichen oder was gewesen sein. Warum steht da Fernverkehr drauf? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet. Ob das drin noch zu weiß ist oder. Ich glaube, dass das weiß lackiert ist, aber eher ein neumodisches Abzeichen. Einmal schön, dass man sowas findet. Habe ich noch nie gehabt. Da steht da außenrum noch was rundherum. Jawohl. Ein kurioser neuer Fund, würde ich sagen. Jawohl, und weiter geht's. So Leute, also wir sind mittlerweile jetzt auf den Acker herunten, weil oben leider gar nichts mehr gegangen ist. Außer die Fibel, die war jetzt noch der Oberhammer vorher. Und ja, nach viel Aluminium jetzt auf dem Acker. Es ist der Tag der Reichspinning, ich sag's euch, wo hab ich ihn jetzt gesehen, da war er drinnen.
in dem Brocker, wenn es einer ist natürlich. Weiß ich nämlich noch nicht, ist auf jeden Fall grün, deswegen vermute ich mal, dass es einer ist. Schauen wir mal. Und der hat hinten sogar noch einen Bäcker gekriegt. Es kann sein, dass es auch einer vom Dritten Reich ist. Das ist aber der Touchdown da oben. Gut, die reinige daheim mal. Da reibe ich jetzt gar nicht umeinander. 61 in der Funzzusammenfassung. Und weiter geht's. So, da haben wir jetzt wieder nach der 60er Leitwert. Da drinnen und da hinten haben wir auch noch ein Signal gehabt. Da wird jetzt noch ein Kreuz eingestochen. Da haben wir einen 35er, der ist aber nicht so vielversprechend. Also bei der, deswegen füllen wir den zuerst. Schauen wir mal, was da so drin ist. Ja. Und da geht eine ordentliche Platte mit raus. Da legst du ihn nieder. So, was ist da? Schauen wir nochmal. Ah, es ist schon da herum drinnen, wo wir es rausgeschossen haben. Sehr batziger Acker, das möchte man gar nicht meinen, schaut von oben ziemlich trocken aus. Rund ist drin. Ja. Ich glaube mal, dass das eine Graffe ist. Um ehrlich zu sein. Sag einmal. Ah, da haben wir es. Siehst schon, Patrone Nummer 1 für heute. Oh, der hat also richtig zerbröselt. Gut. Immer wenn ich komischerweise heute zwei Signale habe, dann ist Schrott. Haben wir schon lassen da. Ja, das ist jetzt immer da. So, und auf zum nächsten. Schauen wir da her. Wo ich das Kreuz gemacht habe. 31er Leitwert. Naja, ist nicht vielversprechend, aber kriegen wir trotzdem, weil es ja nur eine Randinformation ist. Und nur ein Tipp von mir an alle Sondler, die jetzt noch nicht so fit in der Materie sind: Geht's nach Gehör und schaut nicht auf die Leitwerte. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, das ist nur Randinformation. Wie da sieht man es zum Beispiel. Besonders beim Ox, ich weiß nicht, wie das beim Deus ist, habe ich festgestellt, dass ab 40 abwärts eher Schrott sein kann, also so Alufolienzeug, aber das ist nicht gewiss. Also wie gesagt, orientiert euch nicht an die Leitwerte, sondern hört auf den Ton, ob er kratzt oder ob er klar ist, ob es ein Kurzsignal ist oder nicht. Gut, weiter geht's. So, nächstes Signal war sehr stabil. Und da war gesagt, das ist schon im Ausflug heraus. Schauen wir mal wo. Da in dem kleinen Brocker drin. Jawohl. Und das schaut gut aus. Jetzt legen wir den bloß mal. Mal schauen, wo das ist. Oh, da fällt er gleich auseinander. Oh, schaut euch das an. Legt mir mal. Das schaut mir sehr gut noch aus. Oh, leck. Das könnte da. Ja, ich sehe das. Da oben ist ein Ösen, ein Heiliger. Ja, geil. Komme ich heute noch auf einen Heiligen. Super. Wenn wir raus da. Sauer machen tue ich ihn dann daheim. Aber sehen kann ich jetzt auf Anhieb mal nichts drauf. Er ist aber vollständig erhalten. Also das muss nichts heißen. Der Zustand kann natürlich dann auch noch bombastisch sein. Jawohl. Der erste Heilige für heute. Freut mich wahnsinnig. Jawohl. Und weiter geht's. So, da haben wir einen super schönen 55er Kontanten Leitwert in dem Loch drin gehabt, hat auch sauber reingeschäbert. Jetzt müssen wir noch schauen, wo der ist. Oh, da kommt schon was. Ich hätte schon gemeint, das ist in der Wand drin, aber schaut euch das an. Oh, leck mir Marsch, ist das ein schöner Knopf. Schaut euch den Kameraden an. Wie schön der rauskommt. Jetzt hoffen wir bloß, dass da eine Öse dort ist. Ah, ist schwick, aber das ist ein Hammerknopf. Schaut euch die Verzierung einmal an. Wie schön die ist. Ein Schildbuckelknopf ohne Öse, eine Seenbronze und ein Hammermuster drauf. Auch wenn es einfach ist, super. Ich freue mich immer wieder über die Teile da. Jawohl, schöner Fund und weiter geht's. So, das nächste Signal kriegen wir wieder mal live mit einem schönen 86er Wert. So,
dürfen wir gleich haben. War ziemlich oberflächlich gelingen vom Ton her. Naja, habe ich recht gehabt. Da ist drinnen der Knopf davor, der war noch richtig gut beieinander, muss ich echt sagen. Schaut, da haben wir es. Da drin ist. Da war da hoffentlich kein Aluminium. Oder doch. Dieser Fetzen Aluminium, der was wieder sauber reingeschippert hat, leider. Gut, und weiter geht's. So, und das drunter, der Kamerad, der darf heute natürlich auch wieder nicht fein. Haben auch wieder schöne weiße Musketenkugel mit einem ziemlich beschissenen Wert, ist der reingekommen, war sautief. Gut, und weiter geht's. Also ungelogen, ich war jetzt eigentlich schon vorher am Verzweifeln, weil ich das Signal nicht finde. Mit dem Pinpointer. Mitten, der Orks hat immer gesagt, das ist da an der Seite drinnen herum. Der Pinpointer hat nichts registriert, bis ich es dann gesehen habe. Also richtig mini Zündnadelgeschoss vom Allerfeinsten. Das ist ja der Hammer. Ich habe schon mal so kleine gefunden, aber dass die überhaupt fast kein Signal geben, das ist der Wahnsinn. Das ist mal richtig krass. Gut, nächster schöner Fund für heute und weiter geht's. So, wir haben wieder fertig für heute. Der Papa hat natürlich alle davor gezogen, ganz klar. Mit seiner Fibel da, das war ja ein Haufen geil, weil er die gefunden hat. Frische F22. Ja, ja. Ich habe wieder mal meinen Verräter mitgenommen. Und ja, Harry und ich haben wir hübsch gleich gefunden. Aber wie was hast du gefunden? Hast du 9, oder? Bloß. Aha. Also die schöne Schnallen hat er gefunden. Ja, die ganze Gestummel. So, Donald, bleibt mir nichts anderes über, als euch wieder Servus mit auf den Weg zu geben. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Für euch, aber der macht es gut. Bis zum nächsten Video.